Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem Quick Gameplay Thoughts vom 4.12. Das Ganze ist 2 Tage her und ich will auch direkt mit dem Wichtigsten beginnen, mit den LP Gains und Losses, die viele von euch haben. Ich werde darauf auch sehr, sehr oft on-stream angesprochen und dazu Leute, Twitch-Link ist in der Beschreibung. Silphy, ich krieg plus 12, minus 20. Ey, Silphy, Digga, ich habe vor der Preseason plus 18 bekommen, minus 16. Warum ist das jetzt so krass? Ja, und das, Leute, werden wir hier herausfinden. Es war nicht bewusst, dass es Änderungen am LP Gain und Loss geben wird. Was daran liegt, dass man die Promos entfernt hat zwischen den Divisionen. Aber ja, dazu kommen wir jetzt eben kurz immer mal. Wir haben während die Vorsaison einige ziemlich große Änderungen am LP-System vorgenommen, von denen manche offensichtlich, keine Aufstiegsserien zwischen den Divisionen mehr, und andere nicht so offensichtlich Verbesserungen an unserem Matchmaker-Algorithmus sind. Okay, das kann ich jetzt natürlich nicht confirmen, ne? Aber Leute, ihr müsst weniger Games spielen. Warum? Es gibt keine Divis mehr. Das bedeutet, Riot muss das beim LP-Gain mit einberechnen, ja? Während der Veröffentlichung dieses Systems sind einige Probleme aufgetreten, was jedoch auch der Grund dafür ist, dass wir solche Änderungen während der Vorsaison vornehmen, wenn sie den geringsten Einfluss auf das Spiel haben. Leute, LP-Gain hat nichts mit MMR-Gain zu tun. Das ist ein Unterschied. Ja, das ist hierfür etwas irrelevant. Denn während ihr plus 12 Elo bekommt, sage ich mal, bekommt eure MMR immer noch, ich sag jetzt mal spontan, plus 15. Und ihr spielt in der Preseason nicht für Elo, ihr spielt in der Preseason für die MMR. Ihr habt nichts davon, also Elo technisch gesehen, wenn ihr von Gold auf Platin aufsteigt in der Preseason. Es bufft nur eure MMR für die kommende Season und das ist immer noch wichtig. Dazu werden wir dann gleich auch noch kommen. Das ist dann nämlich wichtiger als je zuvor. Und Riot hat auch recht, so, das hat in der Preseason nicht so viel Einfluss. Ich bin der Meinung, egal wie kacke das Game ist, auch wenn ich mich selbst über einige Sachen beschwere, hat Riot immer das Recht, in der Preseason zu ändern, was sie wollen. Denn dort, das ist die Experimentierphase. Ja? Die Änderungen haben schlussendlich dazu geführt, dass sich die Ränge der Spieler aufgebläht haben, was wiederum kurzfristig zu niedrigen LP-Zuwächsen geführt hat. Wir haben alle nötigen Anpassungen und Fehlerbehebungen vorgenommen, damit bei der Zurücksetzung im Januar alles korrekt über die Bühne geht. Okay, wie gesagt, finde ich komplett fein. Ich finde es nicht gut, aber ich finde es fein, ja. Durch die vielen Änderungen für die nächste Season erwarten wir, dass die LP-Zuwächse und Verluste im Durchschnitt etwas geringer ausfallen werden. Wir haben vor, zu Beginn der Season eine kleine Ranglisten-Zurücksetzung durchzuführen, um den Rang der Spieler an den Rang anzupassen, den sie in diesem Jahr erreicht haben. Das hier ist ein Change, den wir zum ersten Mal haben in den 10 Jahren. Im Normalfall gab es irgendwie so eine Formel, deine jetzige MMR durch 2 plus 1250, irgendwie sowas, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ja. Als Beispiel, ihr beendet die Season mit Platin. Ihr geht in den Placements 10-0 raus. Dann landet ihr jetzt in Silber, sage ich mal, in Silber 1, im Normalfall. Einfach irgendwelche Nummern, die ich aus dem Arsch ziehe. In der jetzigen Season wird es ungefähr so ablaufen, ihr geht mit Platin 4 raus, aus der letzten Season, eurer MMR, ihr kommt 10-0 raus, ihr landet jetzt auf Gold 1. Das ist schon ein dicker Unterschied, ja? Außerdem werden die Spieler, die durch die Entfernung der Aufstiegsserien zwischen den Divisionen schnell aufgestiegen und stärker von Siegestrehen profitieren. Nice. Die Kombination dieser beiden Änderungen würde die Ränge stark aufblähen, weshalb wir die Menge an LP pro Sieg etwas zurückschrauben mussten, um die Genauigkeit des Ranglistensystems nicht zu beeinträchtigen. Das heißt, wenn damals ein guter LP-Gain plus 18 ist, wird in der nächsten Season ein guter LP-Gain, ich sag mal, plus 16 sein. Wie gesagt, wieder nur spontan Nummern. Gute Changes. Bin ich fein mit. Jetzt kommen wir zu etwas, was ich nicht so fein finde. Fortschritte bei der Nachbereitung der Vorseason. Ich möchte an dieser Stelle kurz über unsere Fortschritte und unsere weiteren Ziele für die Nachbereitung der Vorseason sprechen. Priorität 1, Spielbalance und Tempo. Entsprechend die Spieldauer, der Schneeballeffekt, der Schaden und andere wichtige Aspekte des Spiels unserer Vorstellungen. Aktuell sind wir mit dem Schneeballeffekt und der Spieldauer zufrieden. Dazu kommen wir gleich zurück. Die Schadensspitze waren bei der Veröffentlichung zu hoch. Mit der Änderung in Patch 10.24, ich glaube, das ist der Patch, auf dem wir jetzt sind, ja, hat sich die Lage gebessert. Sind doch immer noch etwas zu hoch für unseren Geschmack. Daher werden wir die Schadensspitze mit Patch 11.1 erneut überarbeiten. Ich denke mal, das werden noch 2 Patches sein, die kommen. 10.25 kommt er jetzt und danach kommt 11.1, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und zwar geht es mir hier rum. Aktuell sind wir mit dem Schneeball-Effekt und der Spieldauer zufrieden. Okay, ich bin mal so frech gewesen und habe mir hier die Statistiken geholt. Das sind die Infografiken für Patch 10.11, 10.20, 21 und so weiter. Und hier unten sehen wir die Match Duration. Ich klicke mal kurz durch.
Und sagt mir mal, ob euch etwas auffällt. Ja, achtet bitte, Leute, auf diese vier Balken. Ne, auf diese drei. 25, 30 und 35. Ja, wir sehen hier Game Dauer. 35 Minuten gucke ich mir gerade am meisten an. Das ist für mich die wichtigste. Denn die verteilt sich. Und gerade für Late Game Champions wie AD Carries ist zum Beispiel scheiße. Guck mal, 23,28. 23,25. 23,27. 23,09. 23,06. Und jetzt? 22,61. Jetzt kann man sagen, okay, Leute, die 40. Minute, ne? 23,72. Oh, 13,6. Achtet mal hierauf, wie sich die Balken hier ändern. Und gerade die 25-Minuten-Balken, beziehungsweise 20 Minuten, ne? 9,71. 10,09. 21,04. Und er geht auch nach unten. Warum? Die Games enden schon in der 20 Minute auch schon unter anderem früher. So. Warum soll ich Scaling Champion spielen? Wie hoch ist meine Chance, dass ich hier hinkomme? Im Vergleich fast gar nichts. Warum? Wir sind hier. So viele Games enden schon hier. Hier, in diesem Klotz. Ich stimme, also vielleicht bin ich scheiße da drin, Statistiken zu lesen, ja, zumindest in Bezug auf Match Duration, das kann sein, ich agree da nicht mit Ryan, aber hey Leute, sie wollen den Burst Damage nochmal nerfen, finde ich in Ordnung, ist fein. Positionierung und Balance der Klassen im Allgemeinen, sind alle Klassen brauchbar und in den richtigen Bereichen. Ursprünglich gab es, wie erwartet, ein paar starke Tanks, Champions, die auf Fähigkeit stärker setzten, einige Assassinen. Ey, wenn ihr es erwartet, warum nerfen wir das nicht direkt ein klein wenig? Und schwache ADCs und Verzauberklassen. Okay, I mean, die arbeiten da Vollzeit, um sich damit zu beschäftigen. Können Fehler passieren, natürlich, ja. Aber wenn ihr es erwartet, hallo? Hallo? Ja, aber okay. Ich hoffe, dass wir mit Änderungen von Patch 25, Verbesserung für die AD Carries für Zauberer und Abschreckung für die Tanks einen guten ausbalancierten Zustand erreichen konnten. Denke ich auch. Ja, ich finde, es gibt einige Jungle. Ich finde, Jungle ist zu stark. Es sind eher die Champions als die Rolle selbst. Kha'Zix schaue ich hier nochmal ganz dicke dabei an. Ich weiß nicht, warum Kha'Zix nicht genervt, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, aber whatever. Overall ist das Game dann schon um einiges ausgeblänzt. Muss ich zustimmen. Individuelle Gegenstände, Balance und Zufriedenheit. Kann jeder Champion, wie von uns gewollt, auf eine große Bandbreite an Gegenständen zurückgreifen und sind die Gegenstandskombinationen befriedigend für die jeweilige Spielziel anpassen. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass wir bei mehr als Hälfte der Champions in diesem Bereich erfolgreich waren und jetzt mehr Wahlmöglichkeiten sowie befriedigende Gegenstandskombinationen zur Verfügung stehen. Ich disagree ein bisschen. Aber okay, Wright meint doch nur bei der Hälfte, ja. Ist fein. Die ersten Patches im frühen Jahr werden weitere Anpassungen für einzelne Gegenstände und Champions mit sich bringen, um das volle Potenzial des neuen Systems auszuschöpfen. Das ist fein, ja. Ist total fein. Ist Preseason. Experimentiert so viel, wie ihr wollt. Overall, wenn ich den Games schneller geworden, vielleicht hat Riot andere, wie gesagt, andere Statistiken als ich. Oder ich bin kacke da drin, die Dauer da rauszulesen. Das kann sein. Ich freue mich aber, dass sie sagen, ey, komm, zu viel Damage, nerf ein bisschen. Ja, das stört mich ein bisschen. Riot weiß etwas bereits, haut es trotzdem raus. Ja, bin ich kein Fan von. Hiermit agree ich auch. Patch Debug 25 wird nochmal etwas mehr Balance ins Game reinbringen. Und an sich das mit den Items kriege ich auch overall, ne? Aber Leute, ihr könnt wie immer eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Wie seht ihr das Ganze? Gerade auch in Bezug auf Game Length, ja? Ich bin dann aber auch erstmal weg. Wünsche noch einen guten Tschü-Tschü, hau die rein und bis zum nächsten Mal.